Hallo und herzlich willkommen zu einem RegioTV Stadtgespräch Spezial. Wir sind ein bisschen auf Reisen gegangen und das hat auch einen guten Grund. Wir sind nämlich auf dem Nebelhorn auf 2224 Meter Höhe, dem Hausberg von unserem heutigen Gast. Ja, Johannes Ritschek ist heute unser Gast. Wir sind heute zu Gast bei dir in Oberstdorf, deine Heimat. Und ich war schon öfter hier, du bist ganz oft hier. Wir können unseren Zuschauern garantieren, normalerweise sieht man hier richtig, richtig viele Berge, oder? Ja, freut mich, dass ihr da seid. Ja, leider die 400 Gipfel, wo man hier von hier überblicken kann. Heute leider im, ja, wie der Name schon sagt, im Nebel vom Nebelhorn. Aber ja, so gibt es, so Tage gibt es am Berg. Ich denke, ja, die Aussicht muss dann halt jeder mal selber anschauen und kommen. Einfach mal vorbeischauen. Wir haben heute auch schon bei dir beim Training vorbeigeschaut. Nordische Kombination, für alle, die es nicht wissen, in der letzten Saison vierfacher Weltmeister geworden. Ja, wie fühlt sich das an, vier Goldmedaillen in der Hand gehabt zu haben? Ja, es ist immer wieder so, wenn man mich daran erinnert, ich kann es immer noch gar nicht, also was heißt, ich kann schon glauben, aber das ist dann immer so unwirklich zu hören, wirklich ja, vier Goldmedaillen, ja, alle Titel zum Gewinnen da in Lahti, die war schon unglaublich einzigartig, aber jeder Sieg war dann was ganz Besonderes und hat auch so ja, einen eigenen Stellenwert, also es waren jetzt nicht nur die vier Titel, sondern hinter jedem steckt eine einzelne Geschichte und ja, irgendwie eine coole Erinnerung. Auch im Gesamtweltcup ein tolles Jahr gehabt, ganz knapp am Ende nur Zweiter geworden. Der Mannschaftskollege war halt ein Ticken besser am Ende, aber das ist natürlich auch Motivation jetzt für den nächsten Winter, der ja ein olympischer Winter ist. Ja, ganz genau. Es war ein unglaublich cooles Jahr. Das Ende hat vielleicht nicht das Glücklichste für mich, aber ich bin so unglaublich dankbar für die Momente, wo ich erleben durfte. War unglaublich, unglaublich schön. Und jetzt gehe ich ja natürlich mit Motivation und mit dem Selbstvertrauen der letzten in die neue Saison, weiß aber genau, dass ich einfach noch trotzdem immer noch viele mich weiterentwickeln muss, an mir arbeiten muss und ja, ein neues Jahr und da wird, denke ich, sicher einiges anders sein, aber ja, ich freue mich drauf. Im Februar ist es dann soweit, das Saisonhighlight, die Olympischen Spiele. Klar, musst dich natürlich erstmal noch dafür qualifizieren. Es wären deine dritten Olympischen Spiele schon in deinem noch jungen Alter. So kann man sagen, die ersten Olympischen Spiele in Vancouver so ein bisschen zum Reinschnuppern, die in Sochi dann vielleicht auch zum Lernen und jetzt zum richtig Angreifen? Ja, es hört sich nach einem Plan an, aber nee, ist sowas kann man nicht planen. So Olympischen Spiele, ja, sind immer was ganz Besonderes. Ist noch mehr Aufmerksamkeit auf uns Sportler, wo wir vielleicht noch nicht ganz so gewohnt sind. Alles neu, ein bisschen, weil man natürlich auch ohne Werbung, ein ganz anderes Umfeld, olympisches Dorf und so weiter. Aber ich versuche einfach, diese Besonderheiten aufzusaugen, das wirklich zum Genießen, dass das wirklich auch alle 4 Jahre sind. Und ja, dann der Wettkampf ist dann doch irgendwie wie jeder andere. Und genau das zum Sehen, dass es jetzt nicht was völlig anderes ist, sondern man muss genau das tun, was man die Wettkämpfe davor auch getan hat. Dafür muss man trainieren und der Wintersportler wird eben im Sommer gemacht. Ihr wart sogar auch schon auf dem Schnee in Skandinavien, aber jetzt wird zum Beispiel auch hier in Oberstdorf unten an der Schanze trainiert. Da hast du einfach auch ein Privileg, einen Vorteil, dass du im Sommer ja quasi direkt vor der Haustüre trainieren kannst. Auf jeden Fall, das ist wirklich unglaublich, unglaublich wertvoll, dass man wirklich alles vor der Haustür hat und da spontan, sag ich mal, ja, die eine oder andere Einheit noch einschieben kann oder ein bisschen, ja, man hat einfach alle Möglichkeiten und das ist für unsere Sportart wirklich, wo es doch die, ja, einiges an Voraussetzungen benötigt mit Schanze, Loipe, Kraftraum und das wirklich an einem Ort zu haben, ist einfach unglaublich cool und ja, unglaublich wichtig. Für die Laien, klar, Skispringen trainiert man auf der Schanze, Laufen, Langlaufen eigentlich auf Schnee. Was macht man da im Sommer, wenn man jetzt nicht irgendwo auf Schnee ist? Ja, genau, da haben wir so Rollski, das ist so ein Zwischending zwischen, ja, oder so, man muss sich das vorstellen wie so Inliner, aber die ja, mit einer, also auf so einem Holm so eine Langlaufbindung drauf montiert, vorne und hinten eine Rolle und da kann man das echt super simulieren, quasi das Langlaufgefühl dann auch auf die Straße bringen.
bringen. Und ja, hilft uns, dass wir jetzt nicht wie die Alpinen dann immer Gletscher abgrasen müssen oder nach Neuseeland fahren, sondern wir können im Sommer auf der Schanze springen und mit den Rollski ziemlich gut oder ziemlich nah am Langlauf so auch trainieren. Und da haben wir hier eine Rollerbahn und auch die Allgäuer Straßen, da gibt es auch das ein oder andere ruhige Sträßchen, wo man das auch kann. Perfekte Voraussetzungen. Also Allgäu hast du schon angesprochen und da reden wir gleich im zweiten Teil noch ein bisschen drüber, denn du hast auch viele Hobbys, die hier im Allgäu stattfinden. Darüber reden wir gleich. Bleiben Sie dran. Genau. Herzlich willkommen zurück beim Regio TV Stadtgespräch. Wir sind immer noch auf dem Nebelhorn und mittlerweile sieht man auch ein bisschen was vom wunderschönen Allgäu. Ja, Johannes, wir haben gerade eben schon angesprochen, du machst auch so viel in den Bergen. Siehst du das als eine Art Training oder einfach, um den Kopf frei zu bekommen? Also Mountainbiken, Klettern, Gleitschirmfliegen jetzt seit neuestem. Also das sind Hobbys, die aber auch irgendwie ja, gut für die Kondition sind, oder? Genau, also ich versuche das Training so ein bisschen oder das ins Training einzubauen, dass sich so ein Ausdauertraining dann irgendwie gar nicht wie Ausdauertraining anfühlt, sondern mehr so wie ein bisschen wie Erholung. Einfach wenn man im Berg unterwegs ist, kann ich einfach cool abschalten, kann da einfach neue Kraft tanken, gerade im Thema mental und unglaublich wichtig, gehört einfach zu mir dazu und da werde ich mich auch jetzt nicht verändern. Natürlich aber alles mit ein bisschen Klugheit geplant, dass man so eine lange Bergtour jetzt vielleicht nicht vor einem Sprungtraining macht. Das wollte ich gerade fragen. Es sind ja auch immer ein paar Gefahren und Risiken dabei. Die Berge, wenn man sich nicht auskennt, können auch schnell gefährlich sein. Ratzfatz ist mal der Nebel da und man sieht plötzlich nichts mehr. Also man muss sich schon auskennen und man muss das Risiko auch kalkulieren können. Schließlich ja, brauchst du ja deinen Sport und darfst dich ja nicht verletzen, weil die Trainer sehen das wahrscheinlich nicht so gern dann. Ja, das wär natürlich schlecht. Aber ich sehe so, ich lerne unglaublich viel über mich selber, über meinen Körper, über meine Fähigkeiten und das ist ja auch unglaublich wichtig für einen Sport oder einfach sich da einfach selber gut einschätzen zu können, zu wissen, was man kann, wo seine Stärken liegen und so eine Reflexion gibt einem der Berg natürlich sehr, sehr direkt und hart, aber ja, deswegen versuche ich da einfach auch, nicht über meine Grenzen, aber einfach auch da mich einfach an meinen Grenzen zu bewegen und einfach cool, dass man da auch so Dinge in den Sport übernehmen kann. Du bist auch Testimonial von einer tollen Allgäu-Kampagne. Was bedeutet dir das Allgäu? Heimat natürlich, aber noch mehr, oder? Ja, auf jeden Fall. Also bedeutet mir unglaublich viel. Ich bin hier aufgewachsen, habe hier meine Freunde, meine Familie, wo mir auch unglaublich viel Halt geben. Und es ist immer wieder schön, so gern ich auch unterwegs bin und die Welt bereise. Aber hierher zu kommen, da geht mir schon immer wieder das Herz auf, wenn ich reinfahre, den Allgäuer Hauptkamm sehe. Und da weiß ich einfach, hier gehöre ich hin und hier komme ich ja immer wieder zurück. Und auch die vielen Touristen aus unserem Stuttgarter Sendegebiet stören nicht, oder? Nee. Da, wo du kletterst, sind die eh nicht wahrscheinlich. Genau, nein. Natürlich, die Region lebt vom Tourismus und lebt von den Menschen, woher kommen. Und natürlich spaßen wir über die eine oder andere, weil es natürlich jeder hat so seine typische, aber ja, nein, wir sind froh, dass sie da sind und ich suche dann immer schon die Berge, wo ich dann ein bisschen für mich bin. Und ein ganz neues Hobby hast du auch, eine neue Kaffeemaschine hast du angeschafft, haben wir auch gerade gesehen, können wir uns die Bilder hier noch anschauen. Ja, die Leidenschaft, ein Hobby-Barista, wie kam es dazu? Ja, allgemein bin ich auf jeden Fall ein Genussmensch, genieße das natürlich jetzt hier mit den Bergen, aber auch irgendwie das Essen und irgendwie so das mit dem Kaffee kam auch so. Ich trinke frühs meine Tassen Kaffee und irgendwie haben wir gedacht, es muss da auch mal da ein Fortschritt kommen und mit der neuen Kaffeemaschine einfach ein ganz anderer Genuss und da wird jeder Kaffee so ein bisschen zum Erlebnis. Nochmal kurz der Bogen zurück zum Sport, wenn man nach Oberstdorf reinfährt, dann steht schon da, ja, Nordische Ski-WM 2021, da bist du noch in einem guten Alter, also das ist ja ein absoluter Traum, oder? Wenn man da dann nochmal richtig Gas geben könnte, aber ist noch weit weg. Ja, ist natürlich noch ein Stück hin. Ich kann mich einfach noch so gut an die WM 2005 erinnern, ich stand da als Kind da und war geflasht von... Traumwinter übrigens, hat es geschneit und tolle Verhältnisse. War ein Wahnsinniger, da mit dem Ronny, wo er aber seine zwei Titel geholt hat und
das war so auch für mich so ein Schlüsselerlebnis, hey, da willst du auch mal dabei sein. Und ja, dass das jetzt wieder zurückkommt, die Weltmeisterschaft sogar in dem, sag ich mal, wo ich noch aktiv sein könnte, ist so wirklich unglaublich. Ich werde alles geben, da hoffentlich dabei zu sein, aber nichtsdestotrotz für die Region und auch für die Kids, wo dann da zuschauen werden und da dann quasi das Glänzen in den Augen haben werden, für die ist es einfach unglaublich wichtig und für mich wird sich ein unglaublich schöner Bogen schließen. Im November geht's los mit dem Weltcup in Skandinavien, Finnland. Ja, wie ist der Zeitplan bis dahin? Ja, natürlich so die paar Stationen sind vorher noch mit dem Sommer Grand Prix, der immer ansteht, so als kleiner Vergleich im Sommer, wo steht man, so Standortbestimmung. Dann geht's so in die Detail, quasi die Feinschliff vom Springen her, schon die ersten Schneekilometer auf dem Gletscher. Ja, und dann Anfang November sucht man dann quasi den Schnee und dann geht es schon bald wieder los. Dafür wünschen wir dir ganz viel Erfolg und ja, natürlich dann auch für die Olympischen Spiele, dass das dann was wird mit zumindest einer Medaille. Das wäre natürlich der absolute Traum. Vielen herzlichen Dank, Johannes. Danke, danke. Und ja, das Allgäu lohnt sich auf jeden Fall für einen Besuch. Das war das Regio TV Stadtgespräch. Wie gesagt, vom Nebelhorn auf 2200 Meter Höhe. Wir sehen uns. Ihnen noch viel Spaß im weiteren Programm. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao.